Hallo, bald kommt Windows 8, also sollten wir uns mal Alternativen aussuchen. Warum nicht ein älteres Windows wie Windows 2? Schauen wir uns die Windows 2-Packung mal an. Es fällt als erstes auf, es ist kein einziges Wort Windows 2 zu finden. Das liegt daran, dass Windows 2 zwar erst als Windows 2 auf dem Markt war, man sich aber später überlegt hat, nennen wir es darum in Windows 286. Warum? Richtig, man hatte noch eine Version rausgeballert, die Windows für 386. Die unterscheiden sich nur in einem Betriebsmodus. Windows 386 kann mehr Speicher auf den neuen 386-Prozessoren benutzen, was halt die normale Version noch nicht konnte. Ja, 386 war deswegen teurer, konnte allerdings auch auf anderen Rechnern laufen. Zurück zu Windows 286. Die ist komplett mit IBM-PC kompatibel, also braucht gar kein 286, reicht auch ein ganz normaler 8086 oder 8088. Auf dem Cover ist schön zu sehen ein Screenshot des Betriebssystems selbst, die überlappenden Fenster, wo sich dann Apple drüber aufgeregt hat, geklagt hat und die haben später verloren hat. An der Seite ist auch nur dieses Windows 286 in blau-weißen Streifen machen schlanker Design. Auf der Rückseite finden wir die übliche Beschreibung des Betriebssystems und das wäre ganz toll. Die Benutzeroberfläche des Betriebssystems der Zukunft benutzen dürfen bei Windows 286. Das Betriebssystem der Zukunft heißt OS2. Könnte man ja, war ein Fehlschlag, aber wenn man bedenkt, dass auf OS2 später der NT3.1-Kernel basiert und darauf dann später halt die weitere NT-Reihe XP und damit eigentlich einer heutigen Betriebssystem. Nur die Oberfläche hat nicht überlebt. Sie hieß übrigens Presentation Enter. Ansonsten sind noch die Systemanforderungen. Einen halben Megabyte Arbeitsspeicher brauchen wir, DOS 3, 45 Zoll Diskettenlaufwerk und ja, eine Grafikkarte. Schauen wir mal einfach rein in die Packung. Obendrauf steht übrigens, wie so häufig, die Version. Was bei Windows 2 wirklich interessanter ist, da es ja dass es sogar drei Versionen gab, nämlich 2.03, 2.1 und 2.11. Dies ist die 2.10. Schauen wir rein. Ganz in Grau, der ganze Inhalt. Wieder in einer Art Weltgruppe. Ja, Lizenz. Immer wieder spannend zu lesen, aber auf der letzten Seite, wie so häufig, ein versiegelter Umschlag, inzwischen nicht mehr versiegelt, und Disketten drin. Entweder sehr viele 3,5 Zoll oder das Ganze nochmal. Lizenzabkommen, Umschlag und weniger 5,5 Zoll Disketten. Das liegt daran, dass die 5,5 Zoll Disketten in der hohen Speicherdichte 1,2 Megabyte sind. Und die 3,5 Zoll Disketten in einem niedrigen mit 27 Kilobyte. Ansonsten eine kleine nette Kurzübersicht. Oh mein Gott, wir können Fenster verschieben. Ja, hat sich vielleicht jemand durchgelesen? Ich nicht. Ich kann auch gleich noch ein Abo abschließen zu einer tollen ETC-Zeitschrift von Microsoft. Überlege ich noch. Wenn man doch nicht mit den ganzen Disketten klarkommt, sondern wirklich nur einen XT-Rechner hat mit 360 Kilobyte Diskettenlaufwerk, kann man innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf die bestellen. Die Chance habe ich jetzt etwas verpasst. Die übliche Registrierungskarte, Aufkleber für die Registrierungskarte und die Hardware-Kompatibilitätsliste. Man hat bei NT schon ganze Bücher gesehen. Hier sind es nicht mal zwei DIN A4 Seiten. Ganze geschätzte 10, 15 Computer sind drauf abgebildet. Ja, ein paar Grafikkarten, ein paar Mäuse. Der Rest sind Drucker. Ich glaube, 127 Drucker oder so konnten benutzt werden. So, dann gibt es noch Fragen und Antworten. So das übliche Frage-Antwort-Spiel, was eventuelle Fehler irgendwie behandeln könnte. Und das Handbuch. Wer heutige Windows-Handbücher kennt, der weiß, das ist kein Handbuch, das ist eine Enzyklopädie. Auf wahrscheinlich wieder nicht durchnummerierten Seiten. Nö, da ist Hinweis, Anhänge, Glossars und sonst was Kapitel gibt. Ist keine Seitenanzahl, wird von den wirklich sehr, sehr komplexen Windows 2 alle Fragen geklärt. Ja, das war auch schon wieder der Inhalt von Windows 2.